Und weil das so ist, mache ich jetzt gleich mal weiter. So, wir sind jetzt Level, ich weiß gar nicht, wir hatten Level 13, aber das kann jetzt Level 14. Dann müsste das jetzt hier Level 15. Ach ja, hier oben steht es ja auch. Wir haben gerade Level 15 betreten. Ah, verstehe. Verstehe. Und wir sind immer noch in der Stadt. Ja. Okay. Der Anfang sagt mir erstmal gar nichts. Wahrscheinlich eine neue Map. Na gut, gehen wir mal hier runter. Hä? Ich nehme alles zurück. Ich kenne die Map. Sie hat sich aber ein bisschen verändert. Sogar relativ stark. Oha. Ja, wenn das wirklich die Map ist, von der ich denke, dass sie das ist, weil sie so aussieht wie die Map, von der ich denke, dass sie das ist, und dementsprechend auch gewisse Ähnlichkeiten vom Gameplay hat, von der ich denke, dass sie das ist. Hä? Hä? Leute? Was ist jetzt hier los? Hat sie der Erbauer, der Erschaffer dieser Welt, der Gott dieser Menschheit, deine Textur vergessen oder ist das tatsächlich ein Grafikfehler? Zweiteres wäre eher blöd. Ersteres wäre eher scheiße. Boah. Na komm. Nein. Ich muss mir mal meine Granate auf die Taste legen, wo ich besser rankomme. Oh. Hier gibt's Leben. Leben. Warum sollte ein Computerrechner rauschen? Und warum kann ich den nicht zerstören? Ist ja auch egal. Oh. 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 Mhm. Also hier kann man zum Beispiel schon mal die Schränke öffnen. Das ist schön. Ach, dann ist das dieser Map. Ich habe von einer Map gelesen. Ich denke mal, es ist diese hier. Die soll extrem stark überarbeitet worden sein. Ich probiere mal ganz kurz was. Ja, das ist die Map. Und zwar soll hier nahezu alles destruktiv sein. Man soll also praktisch alles zerstören können. Also auch Lampen zum Beispiel. Und da kommen schon wieder ganz viele Monster. Oha, nein, 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 nein. Revenant, Revenant. Geh kacken. Dankeschön. Ich bin auch gespannt mit irgendeiner Map. Also, es soll bei Brutal Doom ja solche Panzer geben. Und die sollen wohl auch in Extermination Day eingearbeitet worden sein. Es ist also naheliegend. Ja komm. Dass das diese Map hier war. Jetzt weiß ich nicht mehr, bei welcher Map das war. Oh, jetzt bist du mal weg hier. Da geht er mir auf den Sack, geht das ja. Und auch diese ganzen Fahrzeuge hier sind wahrscheinlich dementsprechend Landminen. Ich weiß nur nicht, soll ich die alle schon Feuer zerstören? Das macht ja fast Sinn, oder? Verschwendet aber auch sehr viel Munition. Da passiert irgendwie gar nichts. Nee? Ah doch, ja, okay, jetzt brennt's und gleich geht's hoch. Oder so. Ja. Okay, ich zerstöre mal eben die ganzen Autos hier. Weil ich glaube mal, die werden dann später eher mir zum Verhängnis als den Monstern. Komm doch. Oh, da ist... Alter! Also die Map habe ich als sehr unübersichtlich in Erinnerung. Und bisher muss ich sagen, meine Erinnerungen haben sich nicht getäuscht. Die Map sieht ganz schön verwirrend aus. Für einen einfachen Landmännchen wie mir
habe ich mich gefühlt jetzt schon verlaufen. Vor allem, man wird auch von aus allen Gegenden beschossen. Das macht die Sache nicht gerade einfacher. Ja, es ist mir zu gefährlich. Oh nein! Wo ist der? Da sind welche. Aber wo ist der Rote? Hier muss irgendwo ein Roter sein, oder? Kann man hier rein? Nein, kann man nicht. Scheiße, halt, ich müsste jetzt mal alle zu mir locken, damit ich alle Schaschlik verarbeiten. Alle zu Schaschlik verarbeiten kann. Oh Gott, das wird ein Albtraum. Ich habe hier zum Glück gerade sowas wie ein Safe Room. Etwas, was ich mal kurz als Safe Room missbrauchen kann. Weil bei der Map werde ich wahrscheinlich öfter speichern müssen. Ist aber nicht weiter schlimm, weil die vorige Map wurde leider etwas kurz. Das wird diese Map wahrscheinlich ausgleichen. Weil sie war schon damals bei Brutal Doom Starter Pack eine Map, die sehr lange gedauert hat bei mir. Ich habe sie auch nur ein einziges Mal gespielt. Danach habe ich sie immer wieder übersprungen, weil die mir zu kompliziert war. Ich habe sie immer mal wieder angefangen, aber ich habe dann immer nach einer kurzen Weile wieder aufgehört. Bei der Map. Da. Hier können überall fucking Monster sein. Jeder Raum hier ist offen. Oh, und sieht nice aus. Da ist einer. Na komm doch! Was ist denn hier los? Da liegt schon mal Munition, das ist schön. Klappe jetzt hier. Kommen wir sicher vor wie auf dem Bazar. Und jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken, denn es ist wahrscheinlich auch diese Map, wo das mit den Kühlschränken war. Jawohl! Wollte doch sagen, ich bin doch nicht behindert hier. Also doch schon, aber. So, hier war jetzt. Ach, da war einer. Kann ich mich an den Rand tasten? Alter, ich weiß nicht, wo überall ich beschossen werden kann. Diese fucking scheiß Monster könnten überall sein. Der lebt ja immer noch. Alter, von wo werde ich beschossen? Irgendwo aus der Richtung. Diese Zäune. Ach da. Steht der eiskalt auf dem Dach? Wir sind doch hier nicht bei GTA. Du kommst jetzt mal her. Geht doch. Holy shit, ey. Wo? Da. Dankeschön. Ich höre so ein scheiß kackrotes Viech. Zumindest klingt es wie etwas, was so ähnlich ist wie diese scheiß rote Kaffee. Hier ist ein Haus. Am Meer. Ein schickes Haus. Was ist. Oh Gott. Aha. Von da hinten werde ich also beschossen. Gut. Ich glaube, ich muss jetzt eine Straße frei bekommen hier. Uah, nicht auf die Autos schießen. Ich sag's ja, die Häuser hier, die werden eher mir zum Verhängnis. Als mein Gegner. Schieße mich ja noch selbst über den Haufen. Okay, die Laternen sind scheinbar nicht destruktiv und sie brauchen einfach nur ein bisschen länger, bis sie destruktivisiert sind. Toll! Hier kann man noch rüber. Was auch immer hier ist, es ist auf jeden Fall ein Secret gewesen. Also wahrscheinlich etwas sehr Gutes. Ach ja, ich bin ja bescheuert. Also es kann durchaus sein, dass das hier zum Beispiel ein Panzer war. Weil es soll in einer Map, und das ist wahrscheinlich genau diese Map hier, Panzer geben. Und das ist natürlich Bestandteil von Brutal Doom.
und da merkt man halt diese verfickte Abhängigkeit von Brudel Doom. Ist nicht schlecht, ist aber für Doom for Doom ungeeignet, weil Doom for Doom hat keine Panzer und dementsprechend kann man hier natürlich auch keine Panzer benutzen. Okay, also wir müssen jetzt mal ich gehe mal noch zu meinem Ausgangspunkt und dann gehen wir mal ganz taktisch vor. Wir müssen erstmal ein Haus finden, wo wir was Sinnvolles machen können. Ich habe nämlich keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Also hier kann man rein, dann gehen wir hier auch mal rein. Achso, wir waren hier bereits drin. Okay, also Haus 1 abgearbeitet. Ted. So, kann man hier rein? Wir gehen einfach vor wie im Labyrinth, immer nach links abtasten und dann gucken, wo man weiterkommt. Da ist wer drinne, also kann man hier auch rein. Allerdings nicht da. Oh, da kann man rein, hier kann man rein. Wow. Ah. Danke für den Salat, schmeckt sehr lecker. So, hier ist die andere Tür. Okay, also haben wir das schon mal abgearbeitet. Gehen wir mal hier rum. Aha. Sieht nett aus. Sieht sehr, sehr nett aus. Ist hier noch was? Nein. Hier ist eine Dusche, wo man nicht reinkommt. Brauchen wir nicht. Wir haben... Eigentlich kommt, wisst ihr was, ganz ehrlich, ich nutze einfach jedes Haus, wo ich schon mal drin war, als Health Point. Weil es ist ja eine gewisse Art von Sicherheit. Oder? Ich hoffe, ich täusche mich nicht. So, dann gehen wir mal nach links weiter und gucken das nächste Haus an. Das wäre dann, wo auch immer hier der Eingang ist, das hier. Aber man kommt nicht rein. So, dann gehen wir mal hier weiter. Da ist ein Secret. Wo ich den Oh! Ein schönes Secret. Oh! Okay, also im Hinterkopf behalten, wir können die BFG, die wir gar nicht haben. Was ist das eigentlich für eine Waffe? Ich habe ja gespeichert. Aber nicht hier. Ich speichere mal ganz kurz. Und dann probieren wir mal ganz kurz, was das hier eigentlich. Okay, sie behält auch ihren Fokus. Überhaupt keinen Sinn. Was ist das für ein Wasser? Egal. Finden wir vielleicht später heraus. Die Waffe. Da kommt weiter. Hier war ich schon. Dann geht's jetzt. Da sehe ich schon mal, da geht's blau weiter. Hier kommt man nicht rüber. Da ist Ende der Welt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass eine ganz große Textur ist. Oh. Da haben wir auch Besucher. Wir brauchen also einen roten Skulp, also einen roten Schädel und eine blaue Keycard. Ja, blaue Keycard. Hier ist auch wieder zu, hier kommen wir auch nicht rein. Dieses Rumgerenne. Hier kommen wir auch nicht rein. Sieht nicht so aus. Ist wahrscheinlich auch Ende der Welt. Ja, ist Ende der Welt. So, hier haben wir gelb. Wow. Okay. Tschüss. Oh, da haben wir schon mal einen Menschen. Oh. Da haben wir noch einen Menschen. Oh, ja. Oh, super, das habe ich ganz neu aktiviert. Leider habe ich keine Handgranaten. Ja, sieht ganz gut aus. Okay, ich muss mal alles zur Ecke zusammentrommeln. Dazu gehe ich mal hier rauf, aufs Dach.
Hat aber nichts gebracht. Das sieht schon besser aus. Jetzt dürfte ich die Hauptmeute schon erledigt haben. Ja, das meinte ich mit Auto-Aim. Die Kacke schießt hier auf die Zäune, na super. Ich sollte vielleicht Auto-Aim doch komplett deaktivieren. Damit ist mein Leben wesentlich risikoärmer. Okay, okay, also jetzt gehen wir hier lang, da noch nicht. Nee, da noch nicht. Wir gehen mal ganz strikt vor. Das verschafft uns eine gewisse Überblick. Was? So, hier geht's rein. Klappe jetzt. Alter, wie der Rechner stockert. Oh, es ist etwas komplizierteres Gebäude. Okay. Okay, die kann ich nicht öffnen. Oh. Yeah. Endlich haben wir unsere Kettensäge. Dieses Gefühl. Das war's? Okay. Ich steig da. Ich mache jetzt noch ein bisschen größer hier. Beziehungsweise ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir brauchen zum einen den Überblick über die gesamte Map, zum anderen sind die Texturen aber relativ die Map relativ detailreich. Ich muss hier also so ein Spagat gehen zwischen alles sehen und alles gut sehen. Okay, die geht nicht. Jetzt auch schon wieder Ende. Okay, wir haben aber immer noch nichts gefunden, wo wir irgendwie reinkommen, oder? Wir haben immer noch keine einzige. Hier ist auch wieder rot. Ja, komm her. Gott. Weg, weg. Okay. Gut, gehen wir mal weiter. Hier kommen wir rein. Da ist eine Küche oder sowas. Hier haben wir ein Package, was wir nicht brauchen, weil haben wir schon. Hier ist erstmal gar nichts. Hier ist auch nichts. Achso, jetzt bin ich einmal tumpum. Ah genau, okay, okay, da geht's. Hä, nee, halt, halt. Bin ich jetzt wirklich da, wo ich denke, dass ich da bin? Ja doch, okay, bin ich. Dementsprechend geht es da weiter, ist aber wieder innenliegend. Genau, also gehen wir da erstmal nicht rein. Sondern haben wir jetzt hier außen den äußeren Ring aber komplett abgearbeitet. Ted. Also gehe ich nochmal nach hier und speichere. Und jetzt arbeiten wir mal die inneren für heute ab. Also wir haben immer noch keine einzige Schlüsselkarte, keinen einzigen Schädel. Ich breche mir gleich den Schädel. So, gehen wir zuerst hier rein. Boah. Hä? Hier waren wir schon drin. Mindestens ist hier alles offen. Ja, wow.
Also hier waren wir schon mal drinne, dann gehen wir jetzt nach da. Hier war Aktivität. Wo? Da oben? Nein, doch. Jawohl. Ich wünschte, ich könnte diesen roten Typen direkt erwischen, der da hinten rum. Ach Mann, Alter, das wird schon wieder eine Scheiße. Okay. Hier bin ich sicher. Es gibt ein Auto in der Garage. Da komme ich auch rein. Aha, schon wieder so viele Türen. Man weiß also nicht, wo man sich primär rein soll. Okay, es gibt auch nur zwei Türen. Also gut, dann ist das die Garage, dann ist das wieder offizieller Eingang. Okay. Achso, das ist die Garage. Oh, die sind alle oben. Danke. Werde ich mich jetzt wahrscheinlich brauchen. Wo denn? Jawoll! So nicht anders. Oh, danke schön. Oh! Oh, ist immer lieb. Also weniger lieb, aber ich verstehe, was du mir damit sagen möchtest. Ich bin unbedeutend und gehöre verschrottet. So, damit hätten wir das Gebäude auch durch, ne? Dann speichern wir mal und gehen wieder ins nächste Gebäude. Das wäre dann das hier. Ja, und da liegt auch schon eine Treppe. Hier. Ach Gott, Leute. War es das oder habt ihr noch mehr Wünsche? So. Komm doch. Trau dich doch. Oha, hier geht's aber. Das sieht ja hier komisch aus. Da haben zwei Texturen genau die gleiche Position. Dementsprechend werden sie natürlich gleichberechtigt gespeichert, gerendert. Sieht aber schick aus. LOL. Hat schon was. Komm, komm, nein, 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 nein. Danke schön. Was? Wo denn? Aha. Das ist der Haupteingang. Ja, sieht schon sehr luxuriös aus. Wow. Ja, alle weg, alle weg, einmal alle weg bitte. Och man, ich bin gerade unten. Danke. Hä? Oh. Da fehlt auch wieder eine Textur. Leute. Fehler im System. Wobei ich eigentlich dieses Fehlerbild, dass die Textur praktisch hier endlos weiter gerendert wird, eigentlich nur vom Software-Renderer kenne. Aber gut. Wahrscheinlich hat OpenGL entweder gleiches Symptom oder aber emuliert einfach nur die Symptome. Also in dem Fall dann die GZ. Und wir haben immer noch keinen einzigen Schlüssel. Wow. Also das letzte Haus, was wir durchsuchen, da ist der Schlüssel drin. Ist auch das größte Haus. Von daher wäre es nicht verwunderlich. Na, aber genau daneben. Na komm, na schneller.
Geht doch. Dankeschön. So. Ach, komm. Oh. Ach du Kacke. Nein. Wer? Was zum... Was Hölle? Was? Wieso? Was Hölle ist das hier? Wollt mir... wie ist das denn gesagt? Machen wir das hier? Nein, nein, nein. Okay, okay, wir müssen ein bisschen tricksen. Wir müssen das hier, dann müssen wir... Oh. Das ging eigentlich. Wow. Boah. Hä? Wow, kann man nicht mehr zumachen. Ach, weil hier so ein scheiß Viech liegt. Oder auch nicht. Okay. Da wäre der Haupteingang, genau. Ja, genau, hier wäre der Haupteingang. So. Du kommst weg. Hier geht's Feuer. Moment mal, das was rosa ist. Also ist das ein Secret. Boah, aber ich nehme Schaden dabei. Hallo? Kann ich hier was anklicken? Bin ich schon vor oder nach dem Secret? Ich muss hier raus, oder? Nein. Das ist ja bescheuert. Ist doch bescheuert. Okay. Also ein Secret für Lebensmüde. Was? Ein Kühlschrank, den man nicht öffnen kann. Das ist für mich kein Kühlschrank mehr. Das ist für mich ein Zustand. Ja gut. Halleluja. Bumm. Aha. Oh. Wow. Okay, wir haben 4/5 der Dämonen haben wir jetzt. Nein, nein, da. Uah, nein, 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 da könnte ich Monster verstecken, wollte ich verarschen. Das könnt ihr doch nicht machen. Also es gibt ein paar Sachen, die gehören illegalisiert. Dazu gehören unter anderem Pflanzen. Ja. Okay. Dankeschön. Ach, das war das Haus, wo ich vorhin reingeschossen habe, mit dem Raketenwerfer. Also, die Kleiderordnung ist geschmackslos. Also, versteht mich nicht falsch. Ich bin dafür, dass jeder tragen darf, was er will. Aber Haut und Knochenreste zu tragen, da hört für mich das, was man unter Kunst laufen lässt, dann doch auf. Das haben wir alle. Ach ja, wir haben gerade die Karte aufgenommen. Wow, wir haben endlich unsere erste Karte. Also müssen wir jetzt dahin. Wow, das ist jetzt wieder. Wow. Zuerst nimmt man die gesamte Map ab, um die blaue Karte zu finden. Und dann, sobald man die blaue Karte hat, kommt man auch direkt zur blauen Tür. Wollt ihr mich verarschen? So, hier kann man ja zum Glück reingucken. Da sind Gott. Oh, da sind so viele Gegner. Also wir kommen da rein. Die sehen uns also nicht. Na komm. Ha. Oh. Oh. Was hier immer so festbacken? Backen. Also, Back. Fehler. Nein! Arschloch.
Das war jetzt schon fast peinlich. Oh ja. Aber das scheint wirklich so ein Problem von Doom for Doom zu sein, weil wir selber backen ja auch, wenn wir jetzt hier hochspringen. Dann war das ja auch bei Fasten oder wo auch immer das war. Wir haben ja auch irgendwie das Problem gehabt, dass wir selber auch irgendwie, LOL. Da fängt der Rotor sich an zu drehen. Okay, aber wir kommen wieder runter. Wow. Nice. Wurstabteilung. Ich bin sicher, dass die Wurstartikel noch frisch sind. Da hat Rewe seine Garantie drauf. Und was Rewe garantiert, ist mit rewiger Sicherheit garantiert. Okay, das ist die rote. Tür geht nicht zu. Was? Oha. Ach du Kacke. Ich habe das Gefühl, das wird hässlich. Oh Gott. Wir speichern hier mal ganz kurz drinne. Denn ich gehe davon aus, dass das gerade der sicherste Bereich der Welt ist. Kann man die auch wieder zumachen? Nein. Es war also eine dumme Idee, die Tür aufzumachen. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Jetzt will ich noch ein bisschen mehr Punkte geben können. Schlampe. Na, komm her. So geht das. Okay. Mann, ich will die Schritte schon wieder zumachen. Hartloch. Ich versuche mal jetzt hier zu bleiben, weil hier scheint am sichersten zu sein. Vor allem habe ich hier jetzt schon Überblick. Oh! Warum ist hier Cyberdieben? Hallo. Was ich jetzt machen soll. Aber die greifen mich ja auch nicht an. Halt also vor Splash-Schaden und ich muss ich ja auch keine Angst haben. Ach Mann, ich muss aber. Jetzt kommt. Dankeschön. Jawohl! Macht euch viel Welt. Los! Erledige ihn! Mach ihn alle! Och nö, nein! Du hast meine Spinne getötet. Du hast meine Spinne getötet. Da werde ich dir niemals verzeihen. Ich renne mal kurz raus. Und ich renne wieder rein. Wegen, weil ich will nicht mehr. Aber die haben jetzt angefangen, sich gegenseitig in Angriff zu nehmen, oder? Ah, vielleicht auch nicht. Oh Gott, was mache ich denn jetzt hier? Ja?
Okay, ich versuche jetzt mal zum hinteren Ausgang zu gehen. Okay. Ich versuche mal zum hinteren Ausgang zu gehen und von da aus ein bisschen was zu. Ach du Kacke. Mann, nein. Digga. Alle weg hier. Scheiße. Oh. Danke für die Blumen. Ja Mann, leck mich doch. Du bist doch krank. Mach mal hier. Ja, lit. Das geht nicht. Ach, Alter, diese Viecher hier, die gehen mir echt hart auf den Sack jetzt gerade. Okay, zuallererst werde ich also diesen Oberhammer hier, den da werde ich losbekommen. Dankeschön. Danke. So, hier bin ich sicher. Hoffe ich. Ja. Och Mann, Alter. Ihr geht mir halt gerade hart auf den Sack. Ja, nee. Wird nichts mehr. Ich bin raus. Ja, komm jetzt. Nein, nein, nein. Mach doch mal hier. Wo bin ich denn schon wieder? Och meine Fresse. Ah. Ich gehe wieder vorne raus. Ist sicherer. Außer natürlich, ich hänge wieder überall fest. So, jetzt ist der alleine, ne? Das heißt also, jetzt kann ich. Jawoll! Dankeschön! Ach komm, manchmal. Erstmal gucken, wo ich überhaupt hin. Also wir haben jetzt die rote und die blaue. Was ist denn das grüne? Ist doch egal. Wir haben gerade die rote bekommen. Wir müssen also zu etwas Rotem hingehen. Das wäre das da hinten. Also praktisch direkt in Front of me. Da hinten. Scheint schon mal ein großes Gebäude zu sein. Hä? Och nö. Okay. Neustart. Es gibt also mehrere rote Bereiche. Das ist ja sagenhaft. Und zu welchen müssen wir jetzt? Ich habe das Gefühl, es gibt gar keinen weiteren roten Bereich. Zumindest sehe ich keinen. Ach nö. Wir waren da hinten noch nicht. Also da, wo ich jetzt gerade mit dem Cursor stehe. Vielleicht ist da was. Nein, hier waren wir auch schon drin, da ist nichts. Da wird was sein. Ja. Also der Bereich ist das. Okay.
Hätte man wissen müssen. Oh komm, Mann, das gibt's doch gar nicht. Es gibt doch irgendwo eine Mastermind-Spinne. Und ich weiß nicht wo. Okay, komm, nee, das müssen wir ganz anders angehen. Das funktioniert so nicht. Kann ich auch nicht speeden. Und durch den Gefühl kann ich auch nicht. Ach so! Was ist das Viech? Wow, das kriegt mir voll viel. Na komm, komm. So. Noch Fragen? Jetzt haben wir die gelbe Tür. Achso, da. Deswegen war ich auf dieser Spider-Mastermind. Oh, schaut mal hier, wir kommen jetzt in das Tier rein. Nein, das scheint nicht zu funktionieren. Wo sind wir hier? Okay. Oh! Ach, das war schon das Ziel! Und was war denn mit dem Rot? Achso, das war ein Secret dann praktisch. Alter Bullshit. Na gut. So viel zu dem Thema. Gut. Ich gehe dann erstmal kurz für Toxiana und dann sehen wir uns wieder. Bye bye.